Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu SCP-TV oder natürlich auch Salamander County Public Television. Wir haben hier ein nicht allzu langes Spiel vor uns, das durchaus humorvolle Ideen verfolgt, aber gleichzeitig auch eine Story hat, bei der es ein bisschen ernsthafter wird. Wie genau? Das dürfen wir über die nächsten Tage herausfinden. Dementsprechend, wir starten mit dem 1. Juli. Hey there, player. I'm Jeffrey, your supervisor. Congratulations on becoming Salamander County Public Television's newest employee. Genau, wir starten mit einem neuen Job. Wir haben hier in oder auf dem WAC-Server erstmal Geoffrey, der Manager, aber auch, wenn auch scheinbar nicht ganz online, Rich Richardson mit Getting Richer Every Day. You will be helping us perform activities for the various shows we air on our TV channel. These shows improve our county's image by showcasing its high-quality recreational and government programs. You should also check our WAC chat each morning like you're doing now, as that's where we'll discuss what's going on that day. Usually the WAC chat is more active, but it seems like you and I are the only two employees that showed up for work today for whatever reason. Okay, also hier sollen theoretisch schon mehr Leute mit dabei sein, aber aus irgendeinem Grund noch nicht allzu viel mehr, außer wir beide plus Kollege Rich. Well, I've got your first assignment ready for you. It involves both oranges and bananas. Ja, damit orange you glad I didn't throw banana. Use the banana to throw the orange as far across the table as possible. Wir sehen unten die Controls mit links und rechts und unsere Aufgabe ist es, 15, 30 oder 100 als Distanz hinzulegen für die jeweiligen Medaillen oder aber auch get the orange 50 meter in above the table. Nicht ganz klar, was das tatsächlich bedeutet, aber wir probieren einfach mal unser Bestes. So, dementsprechend, wir testen einfach mal ganz kurz. Ja, okay, also da ist eine gewisse Limitierung mit dabei. Wir versuchen einfach mal mit dabei zu bleiben. Wow! Okay, also man muss hier, wir hatten theoretisch Bronze erreicht, aber wir wollen das logischerweise nochmal probieren. Denn wir wollen eine gewisse Taktik vielleicht finden. So, ich werde mal testen. Okay, also ein einfacher Wurf tut's. Aber wir wollen natürlich eine Technik finden, die es vielleicht mehr bringt. Nope. Noch nicht wirklich so. Aha, ja. Man muss natürlich Momentum theoretisch aufbauen. Genau so noch nicht. Das sah nicht schlecht aus, aber den Schwung haben wir noch nicht so ganz. So nicht, okay. Das sieht eigentlich als Idee gar nicht schlecht aus. Versuchen auf die Art und Weise, nee, leider noch nicht. Auf die Art und Weise irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen. Es ist schade, dass der Bonus gar nicht hier nochmal genauer dargestellt wird, weil ich habe es mittlerweile schon wieder vergessen, was genau ich machen muss und nicht. Kann ich einfach die Möglichkeiten, es gibt nicht so aus wie er zu sagen, hey, setz mich wieder zurück. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. No, noch nicht ganz so. Bringen wir das irgendwie besser hin. Deswegen, man kann einen relativ simplen Start hinlegen, aber wenn das Ding gefühlt erstmal fliegt, dann wird es schwer, danach was noch zu tun. No, man muss eigentlich ebenfalls irgendwie mit der Banane schon Geschwindigkeit aufnehmen. Achso, da unten wurde es auch nochmal kurz angezeigt, was zum Kuckuck die andere Sache wäre. Das sah doch, wenn auch leicht ungewollt, ein bisschen besser aus, aber immer noch nicht genug. So, ich gucke mal ganz kurz. Bonus, get the orange 50 meter in above the table. Ich muss jetzt echt zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet.
Also in ist vermutlich inches. Get the orange 50 meters above the table. Above the table vor allem. Deswegen, das ist der simpelste. Meine Frage ist halt, ob man... Mal sehen, wo die Banane auch immer gerade hingeflogen ist. Also das Beste, was wir bisher hatten, ist... No. Zu versuchen... Ich meine, das ist auch nicht verkehrt. 100. Kriege ich das irgendwie hin? Nope, nicht so. No. Würde ich dabei nicht so weit wegfliegen. Ah, ich wollte gerade fragen, ob ich nicht die Möglichkeit hätte, die Banane... Könnte man die Banane vielleicht so nutzen? Es ist schwer, das Ding die ganze Zeit bei sich zu schleppen. Und so zu den 100 zu kommen. Ja, würde es um reine Distanz gehen und nicht, wo er zum ersten Mal aufschlägt, hätte ich das... das ist aber weit weggeflogen. Also die Banane, wie man sich vielleicht vorstellen kann, liegt natürlich nicht so wunderbar. No. Das ist eine überraschend gute Distanz gewesen. Hat da einiges an Geschwindigkeit gewonnen, aber... Jetzt muss ich selber nochmal zurück, ohne dabei zu schnell zu werden. Ja, das Problem ist, in der Sekunde, in der ich nicht mehr schalenähnlich liege, habe ich ein Problem, weil ich dann nicht die Geschwindigkeit mehr habe. Ich meine, das war ein schöner Fallrückzieher, würde man FIFA spielen. Sähe das nach einem sehr schönen Tor aus, aber so. No, der ist wieder an der doofen Kante oben hängen geblieben. Look at that. Das war doch richtig gut. Holy moly. Okay, damit hätten wir alles bis auf den Bonus. Und den Bonus habe ich nicht verstanden. Muss man vielleicht genau... Also ich sage nochmal play again. Sag mal kurz hier. Get the orange 50s in above the table. Achso, vielleicht ist wirklich der Witz, dass man versuchen soll, sich dahin zu bewegen, während man noch in der Banane hockt. Aber das ist natürlich schwer, weil... Ja, das Ding wird natürlich irgendwann an Geschwindigkeit gewinnen. Ich komme nicht hinterher. Ich muss hier mal nachlesen, weil ich will natürlich schon versuchen, all die... Ja, eine Sekunde, in der das Ding erstmal fliegt, je nachdem, wie hoch das Ding vorher natürlich geschleudert worden ist, umso schwerer ist es. So, probieren wir das ungefähr so aus, wie wir das gerade eben gemacht haben, aber es ist nicht so einfach reproduziert. So, ein bisschen so und dann muss man selber, ich muss da selber, glaube ich, schon schneller werden, früher schneller werden. Nope, noch nicht so, nope. Vor allem nicht, wenn die Banane dann meint, so wegzufliegen. Okay, das ist schon mal etwas. Das ist eine gute Höhe, denn wenn ich richtig verstanden habe, wo fliege ich eigentlich hin mit meiner Banane? Es geht hier wirklich um Höhe. Ich glaube, er muss schon... Da komme ich auch leider nicht mehr hin. So, machen wir das so. Und jetzt, no. Die Orange ist da leider nicht, nope. Leider nicht weit genug gewesen. So, ist das hier? Das war schon relativ ordentlich. Ist es aber genug? Ich meine, wir sind in der Nähe mit Tabak. No. Das war eigentlich gar nicht verkehrt. Hätte ich es jetzt nur noch gebacken bekommen, mit der Banane nochmal ihn das Ding zu treffen. Noch ein weiteres Mal. Noch ein weiteres Mal treffen. Und dann hätte ich da vermutlich so eine Mörderdistanz hingelegt. Deswegen, die Idee ist schon richtig, aber die Banane darf halt nicht zu schnell wegfliegen. Die Orange im richtigen Winkel.
Die Banane darf nicht zu schnell weg. Wenn ich das hinbekommen würde. Das ist schon eine ordentliche Distanz. Mal abgesehen davon, dass die Banane... Ich sehe auch gerade, dass meine Maus da gerade im Weg war die ganze Zeit. Sorry. So, das ist eine schöne Distanz. No. Wir müssen das Ding nach oben pfeffern. Nein, das sieht schon nicht verkehrt aus. Aber scheinbar... Aber scheinbar, das Ding muss vermutlich auch noch eine gewisse Distanz weiter weggehen. Ah, das Ding ist zu langsam, während meine Banane zu schnell wird. Ja, schick, theoretisch, aber so wie die Orange fliegt, hilft mir das leider gar nicht. Oh, wohin, da ist die so weggeäumelt worden. Aha. Ja. Nur eine Frage der Zeit, bis ich das, denke ich, kriege. Aber ich muss den einen richtigen kriegen. Jetzt ist meine Banane wieder zu weit wegfliegend. No, no, no. What the f... Okay. Das ist es alles noch nicht so ganz. Das Doofe ist wirklich, dass diese Banane halt... Abgesehen von der Form selber, aber... Es gibt da halt eine Stelle, wo das Ganze so richtig unförmig wird, wo man richtig merkt, das Ding bleibt dann auf einmal hängen. Man hat nicht das Gefühl, dass man da ernsthaft was für oder gegen tun kann. Und jetzt muss ich eigentlich so viel Geschwindigkeit mit dieser Banane aufbauen. Und da ist es. Da ist mein Bonus. Nice. Das ist eine ordentliche Distanz. Ich versuche natürlich trotzdem noch irgendwie einen gescheiten... Genau. Aber für den Bonus reicht's. Und damit gehen wir über zum nächsten Tag.